Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute an einem meiner, ich würde fast sagen, absoluten Lieblingsplätzen. Und zwar ist es in der Nähe von der Burg Liechtenstein in einem kleinen Abschnitt vom Naturpark Förnberge. Und meine eigentliche Mission, die ist wahrscheinlich gar nicht so glücklich gewählt. Ich wollte nämlich Schwammerl fotografieren und ich habe gerade einen großen gesehen. Okay, der stimmt mich jetzt ziemlich positiv, muss ich sagen. Vor wenigen Tagen war ich bereits schon im Priesnitztal unterwegs. Das ist nicht unweit von da. Allerdings absolut erfolglos. Und ja, jetzt habe ich halt gehofft, nachdem es zwischendurch schon mal geregnet hat, dass irgendwo was heraussprießt. Und ich bin heute ein bisschen mit neuem Werkzeug unterwegs und das zeige ich euch jetzt einmal. Ich bin heute mit der 70D unterwegs und mit dem 18-135. Ich habe noch das 50mm 1.8 mit und hier, das ist jetzt der Vorführeffekt, ein kleiner Reflektor. Das ist meine neueste Errungenschaft und zwar ein LED-Panel, das hat ringsherum Lüftungsschlitze. Dann habe ich da natürlich eine Halterung für Stativ und wo ist jetzt der Ein- und Ausschalter? Der ist da. Das ist Tageslicht und ich kann die Stärke noch unterschiedlich hell einstellen. Mal schauen, ob wir mit dem was zaubern können. Das Aufstellen des LED-Panels ist jetzt eigentlich gar nicht so einfach, weil der Pilz auch nicht freigestellt ist. Und ich traue mich fast zu behaupten, dass das jetzt kaum besser geht, weil ich hier auch vom Platz her extrem eingeschränkt bin. Aber hübsch ist er schon, obwohl er ja schon angeknappert wurde. Eigentlich gehe ich davon aus, dass wir noch welche finden werden. Mit dem Weitersuchen. So nach gefühlt einer guten halben, dreiviertel Stunde meiner Suche nach ein paar Schwammerln gebe ich es ehrlich gesagt auf und das Wetter wird immer biestiger. Ich möchte jetzt noch mit dem 50mm 1.8 ein paar Aufnahmen machen. So, mal schauen, was wir da zusammenbringen. Es ist immer doof, wenn man das Ding einschaltet und direkt reinschaut. Da sieht man nämlich dann doch nichts, aber ist wurscht. Wir werden das einmal testen. Das ist voll aufgedreht. Das ist die geringste Stufe. Naja, hoppala. Übrigens ist das Ding nicht wasserdicht. Ich mache natürlich die Blende auf. Ich traue mich. Und werde einmal schauen, was da rauskommt. Gar nichts. Okay, das war nicht Blende 2.2, sondern 22. Ich habe die Brille nicht auf. Jo. Das ist zu hell. Wieso habe ich das immer verkehrt da liegen?
Wenn das ganz runter drehen. Naja, im Prinzip schauen die Bilder nicht viel anders aus wie mit dem 18135. Ich mache einmal weiter. Das könnte ja sein, dass das ein oder andere was wird. Aber eines muss ich sagen, das ist wesentlich besser als meine Stirnlampe, die ich voriges Jahr verwendet habe. Also war eine gute Entscheidung. Wir machen es mal so. Ja, da sieht man das Teil. Ich werde ein bisschen tricksen, ich schlafe gerade mein Bein ein. Auch spannend. Besser ein als kein Schwammerl. Und ich werde einfach jetzt zusammenpacken und meinen Lieblingsort verlassen mit aber Heiligenschein, oder? Ich muss sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ein Freund von künstlichen Lichtquellen im Wald werde. Es erzeugt natürlich so einen ganz speziellen Effekt. Das wäre genauso, wie wenn ich da jetzt sozusagen mit einem Blitz arbeiten würde. Es bleibt einfach künstliches Licht und der Himmel ist ziemlich düster und bedeckt. Und ja, wie immer, meine Lieben, am Schluss gibt es ein paar Bilder. Und ich bin gespannt, und das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das seht. Würdet ihr auch einmal so ein Panel ausprobieren wollen? Ja, oder ob ihr euch einfach aufs natürliche Licht verlässt. Egal wie auch immer, ich sage danke fürs Zuschauen. Pfiat euch aus dem Wienerwald und wir sehen uns demnächst wieder. Und gibt es sonst noch was? Ja, das besprechen wir anders mal. Jetzt habe ich da drauf geklopft, gell? Ist das überhaupt eingeschaltet? Okay, ja. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Wir sehen uns demnächst wieder. Pfiat euch.